Servus und herzlich willkommen zu CSU, der Social Media Show der CSU im Bundestag. Ich bin der Armin und ich werde euch ab jetzt über Tagespolitik und unsere Arbeit im Bundestag informieren. Los geht's! So stellt sich die CSU den Kontakt zu jungen Leuten vor. Klima-Ikone Greta Abramovic. Zwischenrufe, schnelle Schnitte, große Gesten und Themen deftig zugespitzt. Klimaneutral? Leider nein. Die CSU will Jugendlichen die Welt erklären, so wie sie sie sieht. Und von jemandem, der so aussieht, wie sich die CSU einen YouTuber vorstellt. Doch das ging ziemlich schief, die Kommentare im Netz vernichtend. Ach du Scheiße, die Haare blond gefärbt und die Krawatte abgenommen. Verzweifelter Versuch. Und oh mein Gott, ist das schrottig. Zehntausende Kommentare, in denen sich Hohn und Spott über den Moderator ergießen. Vorbild für CSU ist offenbar vor allem der YouTuber Rezo. Der hatte im Sommer mächtig Wirbel gemacht mit einem Video, in dem er die Politik der Union auseinandernahm. Schon damals wollte die Partei mit einem eigenen Video antworten, ausgerechnet durch den eher bieder wirkenden Jungpolitiker Philipp Amthor. Der Film wurde nie gezeigt. Jetzt also steigt Armin Petschner in die YouTube-Schlacht. Er ist Social-Media-Chef der CSU-Landesgruppe in Berlin und hat sich für CSU zielgruppengerecht die Haare gefärbt. Vorher sah er nämlich so aus. Alle zwei Wochen will Petschner nun den Aufreger der Woche präsentieren. Aufreger dieser Woche ist für viele allerdings erstmal er selbst. Servus.